مرحبا، أنا أملود الأمير، صحفية بموقع أمل برلين الإخباري. منقدم أخبارنا اليومية باللغتين العربية والفارسية للقادمين الجدد والمهاجرين، لحتى يكونوا جزء من المكان لازم يعرفوا شو عم بيصير فيه. بالإضافة لتقاريرنا الثقافية والاجتماعية منقدم تقارير سياسية، اللي هي مثلا بالانتخابات الأخيرة حاولنا نلتقي بسياسيين وبرلمانيين من كافة الأحزاب لحتى يعطوا ويقدموا برنامجهم الانتخابي. هذا بيسهل على خلينا نقول المواطنين الجدد من اختيار مرشحهم أو الحزب اللي هني بيتقاطع مع أفكارهم. Die Idee zu Amal Berlin ist entstanden 2015 im Herbst. Da saßen Conny, meine Schwester und ich am Esstisch und damals kamen ja sehr viele Menschen aus Syrien und aus Afghanistan nach Berlin und unter ihnen sehr viele Journalistinnen und Journalisten. Und auf der anderen Seite war damals klar, dass es sehr viele Menschen gibt, die neu nach Berlin kommen und die nicht wissen, was in der Stadt los ist. Ich bin Daoud Adil und ich komme aus Afghanistan. Seit ungefähr 3 Jahren ich arbeite bei Amal Berlin. Als Videoredakteur. Es war eine gute Möglichkeit, weil es ist schwer, wenn man in ein fremdes Land kommt und wieder als Journalist zu arbeiten. In Amal Berlin macht mich Spaß und in dem Bereich hatte ich Erfahrung und konnte ich meine Erfahrung hier bringen. عملي كصحفي بخليني حس حالي مثل الجسر ما بين الألمان من جهة واللاجئين والمهاجرين من جهة أخرى. بحاول خلص كل جهة من مخاوفها من الآخر بتوضيح وجهات النظر لكل جهة. Und was für mich besonders ist hier bei Amal ist dieser direkte Kontakt mit den Lesern und Leserinnen. Und ich denke, dieser Austausch mit der Leserschaft ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt der Arbeit von Amal Berlin. Und wir sehen da drin auch ein Stück zu ja, ein Diskussionsforum schaffen, ein Forum zu schaffen für demokratischen Austausch, wo man einfach mit anderen dann ins Gespräch kommen kann und auch über Themen diskutieren kann, die die Leute bewegen. كمان نحن بنقوم بتغطية الأحداث المهمة اللي بتصير بألمانيا وبتخص مثلا السوريين كمحاكمة كوبلينز اللي صارت ضد مجرمي الحرب السورية. بنحاول نكون موضوعيين بنقل وجهات النظر المختلفة تجاه ما يجري. Wenn man sich jetzt hier das Team anguckt, das ist das Foto von unserem 5. Geburtstag, sind viele von denen, die damals angefangen haben mit Amal Berlin, immer noch dabei und ein paar sind neu dazugekommen. Und wir sind stolz drauf, dass Amal Berlin und auch Amal Hamburg als zweite Redaktion immer größer wird. Amal Berlin ist als Projekt begonnen und wir sind aber sehr zufrieden, dass es immer weitergegangen ist. Seit 5 Jahren gibt es jetzt schon Amal Berlin und wir sind sehr optimistisch, dass es auch weitergehen wird, dass es inzwischen eben nicht mehr ein kurzfristiges Projekt ist, was dann irgendwann endet, sondern dass aus Amal tatsächlich eine Redaktion geworden ist und ein Nachrichtenportal geworden ist, was jetzt inzwischen in die deutsche Medienlandschaft gehört. Darauf sind wir stolz und zufrieden und hoffen, dass es auch so weitergeht. كمان بنغطي قصص النجاح اللي هي بتكون ملهمة ومحفزة للآخرين إنهم يستمروا ويكملوا بطريقهم وما يحسوا باليأس. بالإضافة بنقدم معلومات عن منظمات مجتمعية غير ربحية بتقدم الدعم بمختلف القطاعات. بصفتي لاجئة من سوريا بركز كتير على القضايا اللي بتخص النساء العربيات والصعوبات اللي بيواجهوها إن كان عنف منزلي أو تمييز وعنصرية بالشارع أو بمكان العمل وربطهم مع الجهات المختصة لتقديم المساعدة المهنية لهم. بحاول كتير غطي قصص نجاحهم لإظهار إنه في نساء عربيات هن مثقفات هن قادرات على خوض غمار الحياة الجديدة ومنهم هن بالقوالب اللي بيحاول الغرب يحطهم فيها إنهم متخلفات. من الضروري تقديم خطاب ورواية جديدة مختلفة عما هو سائد بوسائل الإعلام وخاصة بما يتعلق بقضايا اللجوء والهجرة. بأمل برلين نحن عم نحاول نقدم مساهمة صغيرة بهذا النقاش. أكيد الموضوع بياخد وقت وبده استمرارية وما بيجي بين يوم وليلة، بس نحن مستمرين بالعمل عليه.